So, hier machen wir jetzt mal eine Runde. Ich habe Gammelfleisch. Ich kann nichts mehr brutzeln. Cool. Naja, macht ja nichts. So, lass mal kurz gucken. Ich muss erstmal wieder hoch. Ich muss erstmal gesund werden. Dieser Verband bringt natürlich bei Gift überhaupt nichts. Das Gegengift, wo kann ich denn das? Jetzt sag mir nicht, ich brauche da wieder irgendwas Spezielles. Ich brauche wahrscheinlich irgendwas Spezielles, ne? Wo ist denn das Rang? War das Rang 1? Ja. Im Charakter kann ich das bauen. Ach so, ja, macht ja auch Sinn, wenn man unterwegs ist. Aber habe ich doch nicht gesehen. Wo ist denn das jetzt? Da, das sieht aus wie Knochen. Verdorbenes Fleisch und Holzkohle. Ach, jetzt komm schon. Jetzt komm schon. So, ich baue. Zwei Stück. Haben wir irgendwo noch mehr vergammeltes Fleisch? Nö. Das finde ich sehr schade. Wir sollten also prinzipiell so ein bisschen Gammelfleisch immer am Start haben. Wieso habe ich denn keins mehr? Wir hatten noch immer so viel von dem Zeug. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier diese Gegengiftpaste. Verschafft ihr beim Verbrauch den Modifikator Gegengiftpaste. Für minus 50% Chance, Vergiftung zu erleiden. Plus... Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht brennen. Nein, nein, nein. Ich brauche Stein. Ich brauche unbedingt Stein, Leute. Oh, fuck, 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 fuck. Nicht mein Haus, bitte. Bitte nicht. Hier, nimm die Bäume. Ist mir egal. Aber nicht mein... Wie cool das aussieht. Aber nicht mein Haus. Please, don't. Oh Gott. Wir brauchen den Blitzableiter. Ich hab den nicht gelernt, ne? Wo war das? Hier. Kupferbahn, 10 Stück. Habe ich hier überhaupt Kupfer? Ich. Mist, Mist, Mist. Ja, haben wir Kupfererz, aber Kupfer habe ich nicht wirklich gesammelt, ne? Bitte zieh weiter. Bitte nicht. Ausharren, weil wenn ich jetzt weglaufe... Hier war doch gerade was, ne? Hier war doch gerade was. Du hast doch gesehen. Oh Gott, guck mal hier. Das war knapp, Leute. Wir müssen dringend in Stein umarbeiten. Ich mache jetzt erstmal schon mal die Foundations, ne? Würde ich sagen. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal die Foundations klar. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Komm, lass mal was essen. Ich bin eh ziemlich im Arsch. Guck mal, wir können hier die Melone machen. Ich meine, den Kürbis. Den können wir doch mal kurz machen. Guck mal, wie schnell das geht. Ratze, fatze. Macht er uns hier die Melonenstücke fertig? Ich glaube, die sind gut für uns. Guck mal hier, verbraucht einen Platz im Magen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich esse es einfach. Wegen Heilung und so vielleicht. So, da haben wir es gleich.
Ja, lass uns mal diese Stein-Foundations machen. Das ist eine hervorragende Idee. So. Das bedeutet, dafür benötige ich... Ich muss ja erstmal die Dinger bauen, glaube ich. Ach nee. Quatsch. Oh nein. Ach Mist. Oh. Wir müssen doch erstmal diesen Steinmetz bauen. Halbe Kaminabdeck. Was ist, wo ist er? Hier. Eisen. Ja, wir brauchen Eisen. Alles klar. Wir müssen wieder zu den Würmern. Ach, jetzt komm schon. Ey, das ist doch alles nicht zu fassen. Wir brauchen Eisen, Leute, Leute. Das geht einfach nicht anders. So, ich packe mal hier den ganzen Schnulli erstmal rein, dass wir ein bisschen Platz haben. Irgendwie so. Den sollte ich vielleicht nochmal reparieren. Dafür brauche ich doch wieder Leder. Hallo. Oder was ist das hier? Das hier brauche ich, oder? Was brauche ich denn jetzt? Ach, den kann ich nicht hier reparieren, weil ich den hier reparieren muss. Alles klar. Stimmt, der kam ja aus der Werkbank. So, ich habe noch 22 Pfeile, was weitaus zu wenig ist. Ich muss unbedingt noch ein paar Knochenpfeile bauen. Dafür brauchen wir noch Leder und Stock. Knochen habe ich, aber Leder und Stock wäre cool. Leder und Stock. Haben wir irgendwo noch Stock? No. Hier auch nicht. Doch, hier haben wir 8. Das ist ein bisschen wenig, aber hier... Doch, das geht. So, okay. Dann baue ich mir jetzt noch maximale 14. Was? Ist das nicht ein bisschen wenig? Haben wir noch mehr Knochen irgendwo? Okay, let's go. Gut, das sieht doch schon besser aus. So. Okay, dann hau ich das hier nochmal wieder rein. Weg mit der ganzen Kacke. Ist jetzt alles voll, ich weiß. Hier haben wir noch einen Verband. Und dann haben wir hier noch... Ach halt, warte, wo ist er? Da, die beiden Gegengiftpasten brauche ich noch. Essen. Dieses Feuerzeug brauchen wir nicht hier. Das mache ich hier mal rein. Steinmesser brauche ich hier auch nicht. Pfeile lasse ich noch hier. Holzfackel brauche ich nur eine noch. Erstmal. Und ja. Hier Fackeln. Ach, so ein bisschen Faser brauchen wir doch für da drinne. Ja, Mist, das war doof jetzt. Ich brauche Faser. Come on. Nehme ich jetzt diese 200 mit, reicht. So, ich habe gegessen. Ich hole mir noch ein bisschen was zu trinken. Und dann laufen wir wieder los. Dann nehme ich diese Gegengiftpaste. Irgendwas sieht hier komisch. Wieso sieht das hier so komisch aus? Warum? Was ist hier los? Hä? Ist... Ist hier... Was? Hä? Soll das Winter sein oder habe ich hier einen Grafikfehler, Leute? Ist das Winter? Winter? Sieht aus wie Schnee, ne? Oder ist das ein Grafikfehler? Und wenn, warum sind das nur... Betrifft das nur diese... Ach, nee. Das waren die brennenden Bäume. Und die lassen sich auch viel einfacher, glaube ich, jetzt fällen. Die haben gebrannt und haben quasi Asche. Asche haben die. So, let's go. Bin ja mal gespannt, wie das funktioniert, Leute. Da bin ich ja mal gespannt.
Schade, dass ich noch kein Brot bauen kann. Aber gut. Mit der Zeit werden wir auch das lernen. So, jetzt müssen wir aber erstmal diese Würmer in den Griff kriegen. Diese kleinen Drecksviecher. Mit einer 50-prozentigen Chance. Ja, ich brauche also mehr Fleisch. Ich muss unbedingt Tiere kaputt machen. Wir müssen viel mehr jagen gehen, damit ich viel mehr Fleisch habe. Damit wir viel mehr Gammelfleisch bekommen. Um eine Gegengiftpaste zu bekommen. Okay, also. Ich nehme jetzt diese Paste. Holzkohle haben wir ja relativ viel. Wir brauchen also nur das Gammelfleisch. Oder ich lasse das jetzt einfach vergammeln, Leute, das hier. Obwohl wir auch Nahrung brauchen, ne? So. Wie lange hält das? Ist die Frage. Das weiß ich halt nicht, ne? Ich habe halt immer noch dieses blöde Fenster da vorne. So eine Kacke. Moment. So, wir gucken mal. Ich versuch's. Bam. Ach, hier landen die. Sehr interessant. Wieso ist die Fackel eigentlich kaputt? Was soll denn das? Und wieso scheint das hier so rein? Ich brauche mehr Fackeln. Gib mir mal so ein bisschen Zeug. Mal an. Mach an. Muss hier mal ein bisschen durchsehen. Wer weiß, wie tief das hier noch reingeht. Moment. Ich bin noch nicht so weit. Moment, habe ich gesagt. Hatte ich nicht eben noch so eine Fackel hier hingemacht? Ich hätte schwören können, ich habe noch eine Fackel hingemacht, aber gut. So, aktivieren. Nehme ich gerne wieder. So? Oh mein Gott, das ist voll spannend gerade. Und hier? Hab jetzt. Ich glaube, wir sind am Ende der Höhle, ne? Aber, was sehen wir hier? Eisen! Juhu! Es ist aber auch sehr, sehr, sehr kalt hier, ne? Wir brauchen auch irgendwas, was uns wärme, was uns warm hält. Hallo. Was ist denn mit dir jetzt hier? Spring doch mal da rauf oder sowas. Ich krieg doch gleich wieder eine Verkühlung. Ach Mann. Komm ich nicht ran hier? Ach, Wetter incoming. Geh mir doch mit deinem Dreckswetter jetzt nicht auf den Brenner. Was ist denn das hier eigentlich? Aluminium. Eisen. Ich komm da nicht ran! Gott, Gewittersturm schon wieder. So, haben wir denn noch irgendwo Eisen jetzt hier?
Ich weiß auch nicht, wie viel ich noch tragen kann. Wenn ich ja wieder zurückkomme, sind diese Drecksviecher wieder da wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich muss langsam raus, sonst wird das hier echt nicht mehr cool. Das ist... Pass mal auf, ich mache die Fackeln mal einmal aus. Bewege mich nach vorne. Kupfer. Nehme ich auch mal mit, weil irgendwas war doch mit Kupfer. Ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwas brauchte ich noch. So. Mach die wieder aus. Das ist nicht gut mit dem Wetter. Das ist auch nicht gut. Ich komme nirgendwo ran. Also, warte. So, wollen wir nochmal gucken. Ach du Scheiße. Ich glaube, meine Hütte brennt schon. Oh Gott, oh nein. Und ich habe dieses Drecksteil drin, ne? Wenn mir alles abfackelt, ich habe keine Ahnung, Leute. Dann ist alles weg. Alle Werkbänke, alles. Und keine Ausdauer, wie cool. Jetzt beweg dich doch. Gar keine Fackel, ne? Oh, lecko mio. Das ist gar keine Asche. Das ist irgendwie... Das ist doch Schnee? Come on. Oh, Fleisch, komm her. Also mit dem, mit der Gegengepaste war eigentlich ganz cool. Ne? Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Kannst du mal schwimmen jetzt oder was? Oh Gott, Leute, ich will in mein Haus. Wieso schwimmst du denn nicht, Mann? Was ist denn mit dir? Schon. Coole Aussicht. Oh, lauf. Jetzt lauf dahin. Wenn hier gleich der Blitz einschlägt, Mann. Ja, guck dir an die Scheiße. Hier Löcher ohne Ende. Oh, ab. So. Hack. Nein, 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 ich brauche unbedingt dieses Ding. Wo ist es? Wo ist dieses Kackteil hier? Hier irgendwas brennt, ne? Oh, wie ich mich auf eine Steinhütte freue. Oh, und schön Blitzableiter. Ach, ich habe keine Ausdauer, Mann. So eine Scheiße. Come on! Jetzt haben wir noch Regen. Hier ist auch noch schön kaputt. Moment.
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Gib mir doch dieses fucking Teil, Mann. Hasse dich, Kackspiel. So, Schnauze jetzt. Alter! Oh! Oxygen low. Was jetzt hier? Was ist denn jetzt hier? Habe ich hier keinen Sauerstoff mehr? Was ist denn die ganze Kacke jetzt? Hier. Oh, meine Fresse, du. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Repare. Repare. Hier. Groß. Ich muss mal kurz was essen, glaube ich. Eieiei. Dieses Fleisch würde ich gerne einmal vergammeln lassen. Muss mal ganz kurz pausieren, meine lieben Freunde. Eieiei. Bin gleich wieder da. In einer Sekunde bei euch. Ja, und da bin ich auch wieder, nach meiner doch etwas längeren Pause. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los war. Die Pause hat quasi eine ganze Nacht gedauert und bis heute Nachmittag, also gestern Abend bis heute Nachmittag. Keine Ahnung, ich war so im Arsch gestern, dass ich wirklich abbrechen musste. Und deswegen jetzt hier kurz vor Ende der Folge nochmal einen kleinen Break. Ich hoffe, also ich bin auf jeden Fall frischer jetzt. Ob ich jetzt frischer aussehe, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall fühle ich mich frischer. Und jetzt geht es auch frisch und munter weiter hier in unserer Mini-Bude. Die ist echt so klein. Ich habe mal die Kamera wieder nach rechts geschoben. Irgendwie war das auch das war merkwürdig. Irgendwie war alles anders. Keine Ahnung. So, da sind wir wieder. Es ist Nacht. Und ich werde mal... Ist doch Nacht, oder? Jo. Dann werden wir doch mal hier eine Runde pennen, würde ich sagen. Muss ich dafür das Feuer anmachen? Ich glaube schon. Ich aktiviere mal, ne? Und dann penne ich mal eine Runde. Let's go. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Wir waren in der Höhle. Wir waren in der Höhle und haben dort quasi überall Fackeln hingestellt und die Würmer beseitigt. Allerdings werden die ja jetzt wieder respawned sein. Und ich habe noch Kupfer und Eisen geholt. Daran erinnere ich mich noch. Die Frage ist jetzt nur, wofür brauchte ich das? Ich habe keine Ahnung. Was wollte ich denn machen? Muss mal kurz... Also ich war wirklich sehr, sehr verballert. Was haben wir denn alles gelernt? Also wir haben hier den Kamin, den haben wir schon. Steinmetzarbeiten. Dafür brauchen wir Eisennägel. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese komische Sauerstoffblase verwendet. Das habe ich noch nicht recherchiert tatsächlich. Und ich kann es auch noch nicht lesen, wenn ihr das unter die letzte Folge geschrieben oder unter diese Folge oder letzte Folge geschrieben habt. Ich kann es noch nicht sehen. Ich habe Punkte fehlerhaft genutzt für Beete und vor allem für Mehl und solche Sachen, die ich noch gar nicht verwenden kann. Richtig doof. Aber wenn man das nicht weiß, dann lernt man das halt, nicht wahr? Dafür ist es ja da, das Spiel. So, 120 Eisennägel brauche ich für den Steinmetz. Ich würde gerne Stein bauen, damit wir hier nicht ständig am Reparieren sind. Selbst jetzt mit den ganzen Balken und so weiter haben wir eine mega heftige Reparatur. Ständig, wenn hier richtig großes und heftiges Wetter ist. So, das bedeutet, wir brauchen, wie viel Eisen habe ich denn? Ich esse erstmal was. So. Das ist roh. Das ist roh. Kupfer, 53, hier haben wir 100, 102 Eisen. Dann machen wir jetzt gleich mal eine Runde Barren. Aus Barren können wir Nägel herstellen. So. Okay. Richtig? Ist doch so, ne? Ein Barren, 10 Nägel. Das heißt, wir brauchen 12 Barren für 120. Wir haben noch 5. Erinnere ich mich dunkel. Wir haben noch 5. Wo da seid ihr? Okay, dann würde ich sagen, let's go. Rein damit.
Rein mit der Hütte. Wir haben nur noch 5 Holz drin. Das ist nicht so cool. Machen wir noch ein bisschen was rein. Zack. So, Eisen. 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 Wir kriegen aus 2 Eisenerz kriegen wir... Oh, das aber, da kriegen wir 50 Barren, oder? 51. Ja, let's go, oder was?